Servus Leute und seid herzlich willkommen zur ersten Folge der FC Bayern München Karriere. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon im Intro gesehen und zwar machen wir jetzt eine Karriere mit dem FC Bayern München. Ich werde aber natürlich auch die Hertha-Karriere weiterführen, aber ich will heute die zweite Karriere auf diesem Kanal einfach mal starten und die soll jetzt mit einem etwas, ja, bekannterem Verein sein oder einem größeren Verein und zwar dem FC Bayern München, weil wir natürlich auch mal gute Spieler ausprobieren möchten. Natürlich wäre das in der Hertha-Karriere auch möglich, aber da wird es wahrscheinlich länger dauern. Deswegen habe ich mir den FC Bayern München ausgesucht. Einer der besten oder wahrscheinlich auch der beste Verein in Deutschland. Derzeit sind sie ja nicht so gut drauf, aber ja, so langsam kommen sie wieder zurück. Wir wollen natürlich hier keinen Fehlstart hinlegen, sondern wir wollen natürlich gleich die Champions League irgendwie gewinnen oder auf jeden Fall zuerst das Double holen und dann mal schauen, wie es so in der Champions League läuft. Ich werde zwar nicht so viele Spiele spielen, aber natürlich werde ich so Top-Spieler wie gegen Dortmund oder auch im DFB-Pokal oder so, werde ich natürlich spielen. Ihr könnt es nochmal sehen, ich werde hier in dieser Karriere auf Weltklasse spielen und auch 5 Minuten, aber sonst ist ja eigentlich alles immer normal. Und unser Ziel wird sein, die Champions League so schnell wie möglich zu gewinnen. Also wenn wir das erreicht haben, werden wir wahrscheinlich die Karriere schon langsam beenden. Bevor wir aber hier noch ins Menü kommen, müssen wir hier noch ein Vorbereitungsturnier auswählen und das wird der American Challenge Cup. Und jetzt sind wir hier im Menü angekommen und dann schauen wir gleich mal hier auf die Mannschaft. Wir spielen hier gerade in einem 4-1-4-1, so viel ich sehe. Was ich nicht verstehe, wieso James hier schon mal nicht dabei ist. So, dann sehe ich hier schon mal eine Stelle, die mir jetzt schon nicht gefällt und zwar die beiden Flügel. Einmal Ribéry und Robben. Ich werde auf jeden Fall einen von den beiden verkaufen. Wir werden Ribéry auflösen, weil ja, Robben ist jetzt auch schon 34 und Ribéry ist auch schon 35. Also ich würde sagen, als erstes verkaufen wir Ribéry, weil ja, der wird jetzt nicht mehr so gebrauchbar sein. Und dann vielleicht in der Wintertransferphase oder so noch Robben hinterher, weil beiden können wir jetzt so langsam nicht mehr gebrauchen. So, dann gehen wir hier erstmal alle Spieler durch, beziehungsweise alle Positionen. Und ja, so viel ich weiß, werden wir wahrscheinlich vor allem auf den Außen, also auch bei den Außenverteidigern, werden wir wahrscheinlich Nachschub brauchen. In der Innenverteidigung sind wir eigentlich gut aufgestellt, aber es sind eigentlich nur 3 brauchbare dabei und halt einer, der Potenzial hat und so ein Avutia. Ja, also den Avutia, den können wir, glaube ich, entweder verleihen irgendwann oder so. Ich setze jetzt mal hier Lars Lukas Mai auf die Leihliste, weil hier steht es auch, okay, ja, hier ist gerade gestanden, der hat ein großes Potenzial. So, Außenverteidiger müssen wir vor allem links jetzt hier mal schauen, weil diesen Meier, den kann man eher weniger gebrauchen. Und wenn David Alaba vielleicht irgendwann mal sich verletzt, da brauchen wir ja auf jeden Fall einen Ersatz. So, dann kommen wir zum Mittelfeld. Als rechten Mittelfeldspieler haben wir derzeit nur Arjen Robben. Also vor allem rechts haben wir nur Arjen Robben, weil rechte Flügel haben wir auch keinen. Und den wollen wir ja auch verkaufen. Das heißt, wir hätten keinen richtigen oder Stammrechtsmittelfeldspieler, der auch normalerweise rechts spielt. Deswegen müssen wir ja auf jeden Fall 2-3 neue Spieler holen. Ich setze ihn jetzt auch schon mal auf die Transferliste. Und Ribéry auch schon mal. So, im Sturm sind wir eigentlich gut besetzt. Müller, Wagner und Lewandowski. Links Mittelfeld sind wir sogar zu gut besetzt. Also Ribéry wird verkauft. Evina können wir eigentlich ausleihen. Und im zentralen Mittelfeld müssen wir hier wahrscheinlich einen verkaufen. Aber ich denke mal, das machen wir dann. Ganz ehrlich, ich wäre sogar irgendwie für Thiago oder auch für Tolisso. Aber das könnt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. So, im Tor sind wir auch gut aufgestellt. Diesen Hoffmann können wir eigentlich auch verkaufen oder verleihen. Früchtl ist auf jeden Fall ein guter Junge. Neuer, brauche ich nicht sagen. Ist zwar schon ein bisschen alt, also so langsam bräuchten wir auf jeden Fall einen guten Keeper oder einen guten neuen Keeper. Aber ich denke, da können wir noch so 1-2 Jahre warten damit. Sven Ulreich könnte ihn natürlich auch vertreten, falls er sich wieder verletzt. Oder natürlich auch Früchtl. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Taktiken angepasst. Und zwar habe ich jetzt hier erstmal FC Bayern Standard habe ich nur hier Rodriguez reingebracht. Hier habe ich dann eine zweite Mannschaft erstellt. Da kommen so Spieler wie Wagner halt, die jetzt nicht so oft oder halt eher so auf der Bank immer sitzen. Habe ich hier einfach mal reingeballert. Zum Beispiel Gnabry oder Coman habe ich hier auch reingeballert. Lukas Mai habe ich hier auch reingetan. Und Ulreich auch wenn der jetzt hier wahrscheinlich, wenn Neuer sich verletzt
natürlich öfter spielen wird. Rafinha auch. Und ja, dann habe ich noch hier so Spieler mit Potenzial reingeballert. Natürlich haben wir keine volle Mannschaft mit potenziellen Spielern. Aber auch jetzt hier keine Spieler, die... Dann habe ich jetzt hier mal Evina, Sanchez, Tolisso, Mai, Süle, Kimmich und Früchtel alle reingetan. Weil, ja, die haben halt Potenzial natürlich. Ich habe natürlich jetzt hier im Sturm keinen Spieler, der ein gutes Potenzial hat, weil... Oder der sich noch entwickeln könnte, weil Robert Lewandowski ist eigentlich schon auf seinem Maximum. Wagner... Will ich jetzt nicht sagen, und Müller wird wahrscheinlich wieder runtergehen. Also entweder wir kaufen uns einen neuen Stürmer, der Potenzial hat und der kommt dann da rein, oder wir lassen es jetzt einfach so mit Lewandowski da. Und ich würde einfach mal sagen, ja, so eine Aufstellung spielt immer so Top-Partien, wie zum Beispiel in der Champions League oder DFB-Pokal oder natürlich auch in der Liga gegen Dortmund oder so. Und ja, die zweite Mannschaft dann so Spiele gegen, ja, Fortuna Düsseldorf oder Nürnberg oder so, und dann hier potenzielle Spiele auch so gegen eher so kleine Clubs, so vielleicht auch manchmal in den DFB-Pokal, wenn wir gegen den Drittligisten spielen, aber ich denke mal, die kommen auch in der Liga zum Einsatz. So, und das Training dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ich habe jetzt hier mal ein paar junge Spieler reingetan, die Potenzial haben, weil ja, bei so einem Lewandowski wird es nichts bringen, also habe ich jetzt hier mal die alle reingetan. So, dann schauen wir hier mal, in der Gruppe A sind wir im American Challenge Cup. Mit uns in der Gruppe ist LA Galaxy, Real Madrid und Tottenham. In der Gruppe B noch Portland Timbers, FC Chelsea, Manchester United und Barcelona. Also unsere Gruppe ist jetzt eigentlich nicht leicht, wenn ich ehrlich bin. Real Madrid und Tottenham natürlich auch Teams, die in der Champions League wahrscheinlich oben mit spielen. LA Galaxy ist jetzt so eine Truppe, da würde ich sagen, okay, ja, da muss eigentlich ein Sieg her, aber natürlich darf man sie auch nicht unterschätzen. Aber es ist ein Vorbereitungsturnier und da spielen die Teams eigentlich immer mit den schwächeren Teams, das heißt, oder mit den schwächeren Spielern, und das heißt natürlich, dass wir auch mit guten Spielern hier eine bessere Chance haben, und dann kommt hier ein Transferangebot rein für Martinez vom PSG. Ich denke mal, da könnte man sogar mal überlegen, den zu verkaufen. Aber naja, da müsste schon eine Summe kommen. Ich will jetzt hier einfach mal 45 Millionen. Und das nehmen sie an. Martinez geht für knapp 44 Millionen an Paris Saint-Germain. So, und dann steht das erste Spiel gegen Real Madrid vor der Tür. Ich spiele mal in unserer besten oder in der Top-Besetzung von uns jetzt hier gegen Real, weil vielleicht können wir hier sogar gewinnen. Mal schauen. 1-0 durch Rodriguez in der ersten Minute. So, Alaba mit dem 2-0, 3-0 durch Kimmich. 45 Minuten sind jetzt gespielt, die erste Halbzeit ist rum. Wir führen 3-0, jetzt 4-0, dann 5-0. Okay, das ist ein Schützenfest bisher. Aber natürlich, ja, 6-0, alles klar. Wer so die Ergebnisse mal in der Champions League, Alter, ich würde es feiern, ganz ehrlich. 6-0 gegen Real Madrid mit Bayern gewonnen. Ja, moin. So, dann haben wir hier ein Transferangebot für Rafinha. Aber den gebe ich jetzt erstmal nicht ab, weil wir haben da einfach keine Spieler mehr, außer ihn und Kimmich. So, und dann spielen wir mit dieser Formation hier gegen Tottenham, würde ich mal sagen, weil Tottenham wird zwar, ich denke mal, sogar schwerer, weil Real Madrid hatte wahrscheinlich halt die schwächeren Spieler oder mehr schwächere, und Tottenham hat halt wahrscheinlich auch keinen großen Kader. So, und dann haben wir hier ein Transferangebot für Ribéry, und da werde ich jetzt verhandeln. So, auf die 20 Millionen will ich schon kommen. So, 19,7 Millionen, ja, das nehmen sie an. Also, die 300.000, die hätten jetzt auch nicht anders geholfen, also ganz ehrlich. So, dann steht das Spiel gegen Tottenham an. Ich erwarte natürlich hier auch einen Sieg. Natürlich haben wir jetzt eine etwas schlechtere Truppe, aber natürlich Rafinha mit dem 1-0. Kane gleicht aus. Das sollte der Harry sein, das ist es auch. Und dann steht es zur Halbzeit 1-1. Genau so ist es. Eriksen kommt noch für Ellie rein. Dele Alli geht raus, okay. Und Rafinha mit dem Doppelpack. 2-1 steht's für uns. Komm, jetzt einfach nur das... Ah, die Führung über die Zeit bringen. Nein! Harry Kane noch mit dem Anschlusstreffer. 2-2, schade. Und jetzt hat hier Real Madrid nachgezogen und ist uns
ganz nah. Also, ich würde mal sagen, jetzt müssen wir sogar mit der besten Truppe hier nochmal gegen Galaxy ran. Hätten wir gewonnen, hätte ich natürlich mit der Potenzialtruppe gespielt. So, hier haben wir Robben. Komm, ich lehne das jetzt erstmal noch ab, weil ich will ihn noch nicht sofort verkaufen. Und Martinez hat sich für 40 Millionen verkauft. Das ist natürlich sehr gut. So, nächste Trainingseinheit. Keiner verbessert sich leider. So, dann sind wir hier beim Spiel gegen LA Galaxy angekommen mit dieser Truppe. Will ich jetzt hier gewinnen und damit ins Halbfinale einziehen, wäre natürlich richtig geil. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal hier gewinnen. So, Alessandrini verschießt den Elfmeter. Und James mit dem 1:0 in der 20. Minute. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt müsste Galaxy Tore schießen und ja, Lewandowski mit dem 2:0. Und dann sollte das wahrscheinlich auch schon vorbei sein. 70 Minuten gespielt, er steht zu 2:0 und ja, das soll es gewesen sein. Ja, das war's. Robben noch mit dem 3:0, kurz vor Schluss. Let's go. Und ja, ihr seht schon, ich bin ein bisschen verschlafen. Also ich bin auch vorhin erst aufgestanden. Und ja, jetzt nehme ich hier noch die Bayer-Karriere auf. Very geil. Franck Ribéry hat sich für 16 Millionen verkauft. Okay, und jetzt haben wir endlich wieder Geld. 250 Millionen Euro, Digga. So, und da steht uns ein richtig heftiges Spiel bevor. Bayern gegen Barca. Und da will ich auf jeden Fall gewinnen. Ihr habt da schon mal einen Spieler gesehen, den ich wahrscheinlich verpflichten werde. Schon wieder ein Angebot für Robben. Den behalte ich jetzt erstmal noch schon, wie gesagt. Also ich werde ihn in der Wintertransferphase wahrscheinlich dann verkaufen. Ja, wir werden natürlich mit dieser Aufstellung hier spielen. Let's go rein in die Partie gegen Barcelona. Ich will gewinnen. Ich will ins Finale. Und zwar alles. Ich will hier gewinnen. Coutinho, Suarez, Dembélé. Kein Messi. Okay, er ist auf der Bank, aber nicht in der Startaufstellung. Für ihn ist wahrscheinlich Dembélé in die Aufstellung gerückt. So, jetzt haben wir... Ach, komm, James, wieso? Aber come on, let's go. Komm, jetzt die Führung noch über die Zeit bringen und dann haben wir den Sieg. Let's go, wir sind im Finale vom ACC. Let's go. Okay, ja, ich denke mal, der heißt nicht ACC, aber man kann es ja mal probieren und schon wieder gegen Real Madrid. Meine Spieler oder meine guten Spieler, die sind jetzt nicht in Topform oder haben nicht mehr so gute Ausdauer, aber natürlich, wir haben natürlich ja auch noch andere gute Spieler, aber die sind halt gerade noch in der Entwicklung. Zum Beispiel Mai geht jetzt hoch auf die 65 und fast auch schon wieder auf die 66. So, wie ich hier gerade sehe, es hat sich hier in der Pressekonferenz leider nichts geändert. Ich denke mal, da wird sich in nächster Zeit auch nichts ändern. Aber ich fände es auch mal geil, wenn es solche Pressekonferenzen wie in The Journey gäbe. So, mal wieder ein Angebot für Ian Robben. Wieder 19,5 Millionen. Ich denke, die wollen auch nicht mehr zahlen. Ich werde aber jetzt bis zur Wintertransferphase alles ablehnen. Vielleicht geht ja der Preis dann leider runter, aber das muss man halt machen, weil derzeit haben wir eigentlich beim rechten Mittelfeld gar keinen Spieler, wenn ich ehrlich bin, der da so richtig spielen kann, außer Müller, aber der ist ja eigentlich nicht so gut da, so wie ich jetzt weiß. Ja, zum Glück haben sich die Jungs jetzt hier erstmal wieder erholt von dem letzten Spiel gegen Barca, dass wir 1:0 gewonnen haben. Ja, meine Sprachfehler sind heute mal wieder da und dann gehen wir rein in dieses Spiel gegen Real Madrid. Come on. Ah, Real spielt in der Top 11. Nein, ich hab verkackt. Ja, Benzema mit dem 1:0. Aber Lewandowski gleicht aus. Come on. Ist ja fast schon wie ein Champions-League-Spiel, Alter. So geil, Alter. Und Robben, let's go. Komm, die Führung jetzt einfach behalten. Komm. Nein, Bale. Fuck. Und Thiago mit der roten. Okay, ja, das war's. Komm. Diese scheiß Elfmeterschießen, Alter. Das ist immer so, dass die dann gewinnen, Alter. Ich glaube, ich habe noch nie ein Elferschießen hier in der Simulation gewonnen. Und da haben wir ein sehr interessantes Angebot. Und zwar für Neuer. Ja, 62 Millionen. Nee. Und leider abnehmen. Aha. Ablehnen natürlich. Ja, es wurde eine Freigabesumme für Coman bezahlt. Und ja, das werde ich natürlich verhindern, dass der verkauft wird. Weil so, es ist immer unnötig, Alter. Diese Freigabesumme. Ey, ne, diese Freigabesummen, die sind einfach unnötig. So, ich werde jetzt auch mal bei allen hier die Freigabesummen rausmachen, zum Beispiel bei Kimmich, Alter. So, und damit hat jetzt eigentlich fast kein Spieler mehr eine Freigabesumme, bis auf zwei, und die sind halt eigentlich unwichtig. Aber dieser Avucia und dann noch so ein Schabani, oder wie der heißt. Ja, Schabani, 1,3, okay, ja, so viel würde ich für den jetzt nicht zahlen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir aber auch nicht mehr so viele Spieler, zum Glück hier, bei denen der Vertrag ausläuft, leider. Ja, ist
Name ist hier nur ausgeliehen. Ich weiß auch nicht. Hat der jetzt, ist der jetzt eigentlich verpflichtet von Bayern oder ist er immer noch ausgeliehen? Ich weiß es ernsthaft nicht, weil ich habe nur mitbekommen, dass der wahrscheinlich jetzt doch zu Bayern wechselt. Aber ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja mal gerne unten reinschreiben in die Kommentare. So, wieder eine Trainingseinheit. Früchtel geht auch mal hoch auf eine 66. Und ein Transferangebot für Hummels. Den verkaufe ich nicht, weil, na gut, wir haben zwar noch Boateng als Ersatz, aber dann haben wir eigentlich auch nur noch Mai und Hummels. Okay, ich bin komplett behindert. Wieso sollten wir dann noch Hummels haben, wenn wir ihn verkauft haben? Ich bin behindert. Ja, ich weiß, natürlich haben wir dann noch Süle. Ja, Früchtel geht auch noch mal hier auf eine 67 hoch. Und hier haben wir die Gruppenauslosung in der UEFA Champions League. Können wir uns auch noch mal anschauen. Ich kann nicht Deutsch. So, FC Bayern hier ist unser Zettel. Und in welcher Gruppe sind wir? Und wir sind, wo steht's? Hallo? Ja, da. Ajax, Amsterdam, Athen und Benfica. Okay, ja, das sind die echten Gruppen, so viel ich jetzt weiß. Ja, gegen Benfica, Bayern schon gespielt, ja. Sind die echten Gruppen, let's go. So, und jetzt muss ich endlich mal hier auch was machen. Und zwar bei Grimaldo. Da habe ich gerade gesehen, bei dem ist schon ein Angebot reingekommen. Aber natürlich will ich den als Ersatz für David Alaba. Also, wir gehen jetzt mal rein hier in die Verhandlungen und dann schauen wir mal, was ich so rausholen kann. So, 35 Millionen nehmen sie als Transfersumme an. So, und Gehalt passt bei ihm auch so. Let's go. Er spielt jetzt bei uns Grimaldo. So, und als Ribéry-Ersatz habe ich mir überlegt, Martial oder Rashford. Rashford eigentlich eher so für den Sturm. Aber natürlich kann er auch. Links spielen Davis. Hätte ich dann auch noch. Der kommt ja im Winter auch zu Bayern. Oder das nächste Saison, weiß ich gar nicht. Dann noch als linksverteidiger Ersatz hier Gianluca Itta. Also den würde ich aber erst so übernächste Saison verpflichten. Rechts habe ich dann noch hier Chiesa rausgesucht. Genauso wie Pulisic und Bailey. Ich wäre hier eher so für Pulisic, weil Pulisic kann halt übelst viele Positionen spielen. Also der ist links und rechts einsetzbar. Natürlich, Chiesa kann man auch so. Ja, im Sturm jetzt auch nicht so als Zehner oder so kann man den spielen. Also, ich würde sagen, die zwei und dann ein von den dreien hier. Ich wäre eher so für, ja, Pulisic oder Bailey. Chiesa können wir mal hier rausnehmen. Davies lasse ich jetzt hier mal oben, genauso wie Itta. Und dann gehen wir erstmal hier rein zu Martial in die Verhandlungen. Bei dem läuft nämlich der Vertrag aus, deswegen ist er jetzt so billig. Ich glaube, nur so 40 Millionen wird der uns kosten. Denke ich jetzt einfach mal. So, ich biete jetzt hier auch mal 40 Millionen und dann, come on, push dich. Let's go, Jose Mourinho. Ist der jetzt eigentlich noch Trainer? Ich weiß es gar nicht. Also von Manu, Trainer wird er wahrscheinlich noch sein. Aber bei Manu würde mich und das interessieren, ob der noch ist. So, und dann schauen wir mal, was der so verlangt, der Anthony. So, wichtig. Okay, das ist gut, weil er wird zwar öfters spielen, wahrscheinlich als Coman oder... Ja, öfters heißt Gnabry wird er auf jeden Fall spielen, aber als Coman weiß ich noch nicht. Also wenn Robben verkauft wird, werde ich wahrscheinlich Coman rechts spielen lassen und dann Martial entweder links oder halt auch im Sturm, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, dann schauen wir mal. Ja, das verlangen sie. 85.000 Bonus wird entfernt. Come on. Ja, dann wollen sie 94.000, aber... Das ist natürlich in unserem Budget drin. So, dann schauen wir noch hier bei Rashford, ob der noch in unser, ja, Budget passt. Er hat eine Freigabe sogar von 54 Millionen, aber die können wir für 40 Millionen wahrscheinlich auch höchstens... Ja, nee, will ich nicht. So, 33 Millionen nimmt Mourinho wieder an. Ja, wir sind jetzt hier bei mal... Alter, heute sind meine Sprachfehler mal richtig da, Alter. Ich halte es nicht mehr aus, ey. So, er will nur Rotation. Okay, das ist natürlich sehr gut. Aber wenn wir Lewandowski haben, werden wir natürlich den Vertrag bei ihm ändern. So, 5 Jahre wäre natürlich optimal, weil er hat halt Potenzial, wenn ich ehrlich bin. Und dann können wir den in 5 Jahren noch spielen, wo der wahrscheinlich eine 90er Gesamtstärke hat. So, 74.000 will er verdienen. Das nehmen wir natürlich auch an. So, und im rechten Mittelfeld holen wir uns jetzt Pulisic, würde ich mal sagen, weil Pulisic einfach, meine Meinung hier, die bessere Wahl wäre, weil er ist halt jünger und... Er ist halt jünger als Bailey und Chiesa und wird uns wahrscheinlich auch weniger kosten, so viel ich jetzt hier sehen kann. Ja, Bailey ist natürlich wieder übertrieben teuer. Sogar dieser Chiesa kostet wahrscheinlich sogar fast ein bisschen mehr als Pulisic, deswegen hole ich ihn.
Puh, Alter, ich muss jetzt runterkommen. Meine Sprachfehler, die regen gerade so auf. Holen wir uns Pulisic. So, das wollte ich nur sagen. So, knapp 24 Millionen nimmt der BVB an. Das ist natürlich eigentlich ein Schnäppchen, meiner Meinung nach, für Pulisic, weil der natürlich auch gut wahrscheinlich verdienen wird dann wahrscheinlich bei uns. Naja, 26.000 verdient er jetzt nur hier bei dem BVB, aber dann schauen wir mal, was der so verlangt. Oh, er will nur sporadischer sein, okay. 5 Jahre ist natürlich optimal. So, dann empfehlen wir noch den Bonus hier von seinem Jahr. 25.000 wäre natürlich geil, das so. 25.000 verdient er dann bei uns. Und dann haben wir jetzt 4 Spieler verpflichtet. Habe ich gut mitgezählt? Ich denke schon. Nee, ich denke irgendwie nicht. Weil er will jetzt behindert. Martial, Ashford, Lissic. Und wir haben doch noch irgendwen. Ja, Grimaldo, stimmt, ja? Alter, ich kann zählen. Ich habe bis 4 gezählt. Alter. So, dann kommt jetzt erstmal hier Martial links rein und Coman schiebt dann hier auf die rechte Seite. Ja, und da könnten wir sogar eigentlich schon Robben verkaufen. Der hat jetzt nur noch eine 84er Wertung. Okay, beim nächsten Angebot werde ich das auf jeden Fall annehmen. Und wir hätten sogar noch Geld für einen Megatransfer. Knapp 100 Millionen. Also ich würde sogar sagen, Dybala vielleicht oder so. Aber natürlich, wir sind im zentralen Mittelfeld sind wir schon eigentlich voll. Naja, ich bin vielleicht irgendwie noch einen neuen Stürmer. Ja, Dybala eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Dybala wäre nicht mal schlecht. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel der kosten wird. Ja, hier könnten wir sehen. Ah, der wäre sogar ein bisschen zu teuer, aber... Ja, wir können es ja mal probieren und das in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann versuchen, Paulo Dybala zu verpflichten. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.